beim Spargelschälen immer gucken, dass man von dem Geschälten einfach nochmal 1 mm mitschält. Doppelt schält, dass garantiert keine Schale dran bleibt. A und O ist ganz, ganz frischer Spargel. So, ungefähr auf Länge schneiden. Der Spargel ist ein Spross, den kann man wunderbar roh essen. Die Spitze lassen wir noch ganz. Und dann wird es ausgehöhlt. Und allein dafür muss der Spargel relativ dick sein, damit wir nämlich das überhaupt aushöhlen können. Und jetzt kommt hier das Tartar rein. So. Das gibt es auch inzwischen bei unserem Spargelgenussabend. Ende Mai ist der ja. Ist da schon die Nachfrage da gewesen, gibt es wieder den gefüllten Spargel? Weil der hat es irgendwie geschafft, dass nach ihm gefragt wird. Weil es ist so simpel und es ist so genial. Ne? Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.